Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ARK hier auf Ragnarok. Und wie bereits angekündigt, werden wir jetzt mal da oben zum Richtung Leuchtturm laufen und die Gegend ein bisschen erkunden. Ich muss nach wie vor leveln und looten und alles weitere auch machen. Das tun wir auch. Und gucken uns trotzdem die Gegend an. So. Und ja, die lootet man am besten. Man pflückt Blumen. Also, das isst man so. Ein bisschen essen können wir auch. Einfach die ganzen Beeren wieder wegfuttern, die wir gesammelt haben. Das ist auch ein Para, ne? Ja. Okay. Gefährliche Dinos habe ich jetzt gerade noch nicht gesehen. Das wird sich sicherlich ändern, wenn ich jetzt hier oben bin. Und über den Rand dieses Hügels schaue. Genau. Da rennt einfach mal eine Herde Allosaurier rum. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Aber gut. Ansonsten sieht das schon richtig schick hier aus. Und man hier oben auch, ne? Also, ja. Ich kann mich, glaube ich, nicht beklagen. Ich habe mir einen richtig schönen Spot ausgesucht. Ich muss mal eben kurz gucken. So. Guck mal, da ist auch schon Eisen. Da unten werden wir. Das sieht auch schon gut aus. Da ist der riesige rote Obelisk. Da oben ist so ein Stonehenge. Und ich muss mal eben kurz unter Optionen gucken. Und ich wollte Grafik. Sichtweite hoch. Episch. Anwenden. So, dann sieht man nämlich auch direkt wieder mehr. Fortsetzen. Und gefühlt läuft es langsamer. Das müssen wir mal kurz testen. Optionen. Sichtweite hoch. Anwenden. Fortsetzen. Okay. Keine Ahnung, ob was verändert hat. Wir setzen uns mal auf episch. Dann sehen wir vielleicht noch etwas mehr. So, das ist so meine Grafikeinstellung. Texturen Mittel, also mein Rechner ist ja auch nicht ganz der neueste. Ich habe mal eine Grafikkarte in. Oder was? Ich habe mal eine Grafikkarte, das ist Eisen. Da ist Eisen. Also das brauchen wir jetzt gerade noch nicht. So, wir wollen da jetzt mal zu diesem Leuchtturm kommen. Und das am besten ohne gefressen zu werden. Weil an solchen Orten sind ja meist so Explorer-Nodes. Und steht hier direkt ein T-Rex. Nee. Und was ist das? Das sieht cool aus. Also, das sieht cool aus. Kann nicht zerstören. Okay, und hier haben wir ja Kartoffeln. Das ist auch nicht schlecht. Und dann gehen wir doch mal in den Leuchtturm rein. Brrrt, okay. So fühle ich mich auch immer, wenn ich Treppen hochgehe. Zack, 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 zack. Oh Gott, das ist immer schlecht. Nur einen Kreis drehen. Ja, hier sieht man schon. Oh, was schön. Da unten schön ein Hai. Auch schön. Hier sind so ein paar Seile drin, okay. Ach.
Was schick. Aber richtig schick. Aua. Holzbalken. Also. Zack, 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 zack. Bitte nicht kotzen. So, wir sind oben. Hier ist nichts. Aber hier oben könnte man natürlich auch erstmal eine richtig schöne Base reinbauen. Wenn man das Treppengerinne verkraftet. Beziehungsweise hier schön mit den Flugsauriern reinfliegen und dann unten eine Tür reinmachen. Und gut ist die Sache. Jetzt würde ich ja fast gerade sagen, ich springe hier runter, aber dann sterbe ich ja. Ja, und da sieht man die Highlands. Da vorne scheint ein altes, zerfallenes Gebäude zu sein. Da sieht man nur noch die Grundmauern. Das ist natürlich auch gut. Die Allosaurus sehe ich jetzt natürlich nicht. Und da oben sind, ja, so die Stonehenge. Da ist so Wald, das der Redwood Forest, den man jetzt natürlich die Bäume nicht mehr sieht. Und da oben ist so Schneebiom. Ja, das Ganze haben wir noch zu erkunden. Aber jetzt drehe ich mich bis zum Erbrechen jetzt hier mal einmal im Kreis rum und renne die ganze Treppe runter. Oh Gott. Also wenn einem davon nicht schwindelig wird, dann weiß ich auch nicht. Also dann ist man für sämtliche Achterbahnen dieser Welt tauglich, als tauglich befunden worden. So eben von mir. Also wenn euch jetzt nicht schlecht geworden ist, dann könnt ihr ohne Bedenken auf eigene Risiken. Ich bin ja kein Fachmann. In jede Achterbahn der Welt gehen. So. Und wenn ihr dann kotzt, dann lag es nur am Mittagessen. Eindeutig. So, wir gehen zurück zum Strand. Vorzugsweise ohne hier irgendeinen Tod zu erleiden. Und wir könnten. Ah, ein Triceratops. Das ist auch schön, dass solche Kreaturen hier. Oh, Fackel, erschreckt mich doch nicht so. Was sind das? Oh, Seide. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Das hätte ich jetzt gerade nicht erwartet. Wir nehmen noch hier die Bäume mit. Hauen die kaputt. Ich glaube, eingestellt ist, je besseres Werkzeug, desto besseren Loot kriegt man hier aus diesen Sachen raus. Also heißt, wenn wir unsere ja, Eisenwerkzeuge gemacht haben. Du siehst auch richtig schön aus. Das ist Level 82. Und da unten schwimmt der Hai. Sogar der weiße Hai. Ich habe heute noch in der Zeitung, oder, ja, Zeitung, online gelesen, dass, ja, in der Nähe von Mallorca seit 30 Jahren zum ersten Mal wieder die Sichtung eines weißen Hais bestätigt wurde. Also, ich glaube, er wird zwar nicht zwingend einem was antun, aber lasst euch das mal gesagt sein. So. Da sind wir wieder. Safe zurück. Ohne dass die Allosaurus für mich je bemerkt hätten. Sie haben noch nicht mal die Witterung. Meinen Angstpups haben sie nicht gerochen, als ich sie erblickt habe. Das sollen gefährliche Jäger sein. So. Wasser. Wir brauchen Wasser. Jede Menge Wasser. Interessant ist auch so, ne, einfach hier ja, schön aus dem Salzwassermeer trinken. Wobei, es kann ja auch ein Süßwasser, wir wissen ja nicht, wobei die Haie sind ja Salzwasserfische, oder? Oder gibt es auch Süß. Können Haie, das ist eine interessante Frage, können Haie auch im Süßwasser leben?
Oder müssen sie zwingend im Salzwasser leben? Weiß ich nicht. Gibt es überhaupt Arten von Unterschiede zwischen, also für Fische, Unterschiede zwischen Süß- und Salzwasser? Das ist die Frage der Fragen. Kann man die Kartoffeln grillen? So eine schöne Grillkartoffel. Nee, geht auch nicht. Schade. So. Das Level Up brauche ich. Jetzt. So, wir können ja mal. Kann man. Okay, diese Säulen kann man auch nicht zerstören. Das ist auch gut zu wissen. Flint. Feuerstein. Davon kann man nie genug haben, deswegen machen wir einfach weiter und zerstören unsere Axt. Na super. Was fehlt mir? Holz, vermute ich. Holz, Stroh. Ja. Gut, zurück zur Kiste. So. Weiter geht's. Dem Level Up entgegen. Am Looten. Oh, und jedes Mal. Jedes Mal bin ich am Verdursten. Aber das eine, der eine Punkt aufs Essen hat schon was gebracht. Vielleicht sollte ich noch einen Punkt auf Trinken geben. Finde ich so viel Durst da. Ich könnte natürlich auch einen Punkt auf Ausdauer geben. Dass wir einfach hier beim Looten. Das sieht natürlich auch schick aus. Da hinten schwimmt auch noch ein Hai. Ja, das kriegen wir alles hier hin. So. Ja. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was eure Lieblingssaurier waren. Macht ja Sinn bei so einem Dino. Oh! Guckt euch das an. Das ist doch gerade. Oh! Guckt euch das an. Haben wir doch so ein Plexiglasschild gefunden. Das ist erstaunlich, dass ich das nicht tragen kann. Warte, das kriegen wir direkt geregelt. Nein. Kriegen wir geregelt. Wir bringen das blöde Schild zurück. Packen das in unseren Dodo-Safer hier. Dodo, Gewicht. Inventar. Das Schild raus. Da rein. Und dann holen wir unseren ganzen Kram, der da liegt, wieder. Ja. Das ist natürlich geil, dass man auch solche Sachen hier in diesen Lootboxen findet. Jetzt bin ich überladen und futter deswegen die ganzen Beeren auf, damit ich einfach leichter werde. Na, komm schon. Vielleicht stelle ich einfach eine zweite Kiste her. Das könnte ganz einfach sein. So, Holz und Stroh.
Da stellen wir auch noch mal welche von her. Dann haben wir auch unser Level Up. So. Das packen wir alles da rein. So, dann gib mir mal mein Schild wieder. Kriegst dafür die Bären. So. Nö, die Kartoffeln behalte ich. Hier das, das, das. Dann Inventar. Nebenhand. Gewicht. Auf jeden Fall. So, was können wir noch machen? Einfaches Bett. Oh, Level 11 brauche ich. Okidoki. Wir machen mal das, das und das. Einfach. Oh. So, herstellen. Dann Schuhe und Handschuhe. So, das tun wir da auch noch rein. Das Essen hier, die Seite tun wir da rein. Da sind. Oh, nee. Da sind wir schon recht gut ausgestattet. Und ja. Wir sammeln hier. Wir könnten eigentlich mal gucken, was hier noch so ist. Hier sind noch Dodos. So. Weiblich. Weiblich. So, ich buchse dich als erstes mal K.O. Ja. Du könntest auch K.O. gehen. So. Ich laufe mal eben zu unserem Dodo und hol die Sachen daraus. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Komm. So ein 82, Level 82 Dodo ist doch gar nicht so verkehrt. Den anderen Dodo zähme ich auch noch. Du läufst jetzt natürlich in die. Moment. Der Dodo liegt hier. Hau dir da mal welche von rein. Dodo, komm hier hin. Ja, du kannst nicht entkommen. So. Da tue ich auch noch mal ein paar Bären rein. Und dann haben wir unsere erste Armee schon, wo ist er hin? Unsere Dodo-Armee schon in Arbeit. So. Das kann ich nicht sammeln. Oh, ich sollte selber aber auch auf mein Essen aufpassen. Und vor allem den Dodo Level 82 beobachten. Der hier müsste ja fast fertig sein. Level 82. Dodo. Gucken. Jetzt. Sepp. Wird gemacht. Ah, der hält das auch noch aus. Der braucht halt ein bisschen länger. So. Die Narkobären nehme ich mit hier für den Level 11 Dodo. Dann haben wir drei Dodo schon. Das ist schon an für sich, glaube ich, nicht schlecht. Na. So. Hinda. Wo liegt er? Ich höre ihn doch schon essen. Hier habe ich ihn weggejagt. Da liegt er. Guck, der ist nämlich schon fast wieder wach. Pumpen wir die mal rein. So, gucken wir nochmal nach dem.
Oh, jetzt wird's sogar. Ach, man kann die Fackel mit dem Schild tragen. Also, dass wir das Schild gefunden haben. Ja, der braucht noch ein ganzes Stück. So. Ich würde sagen, den Level 11er machen wir noch mal eben kurz fertig. Ich packe die Fackel noch mal weg. Mit dem Schild, rechte Taste. Okay, dann kann man blocken. Das ist geil, dass ich so ein Schild gefunden habe. Das könnte uns... Okay. Ja, mit 4 kann man es aber nicht. Okay. Kann man es nicht mit benutzen. Oh. Ich habe kein Fleisch mehr. Den nächsten Dodo muss ich wieder töten. Und gucken wir hier ein bisschen. Oh, der sieht auch geil aus, ne? Wir frieren. Okay, hier werden wir irgendwo ein kleines Hütchen hin klatschen. Ich denke aber, das Ganze wird in der nächsten Folge passieren. Erstmal machen wir die Dolos noch fertig. Zumindest den einen mache ich jetzt noch mit euch zusammen fertig, den 82er. Den werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Bären. Und dann muss ich sehr wahrscheinlich zu meinen Dolos auch wieder zurück. Und in der Zwischenzeit eben selber ein paar Bären schnabulieren. Weil sonst bin ich Geschichte. So, der Level 11er ist doch schon fertig. Dann kommen mit. Warum habe ich denn da keine Nachricht drüber bekommen? Und, ja. Dann sage ich. Bist du zu schwer? Nee, du folgst mir einfach nicht. Ich sag Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge Ark wieder. Bis dann. Ciao.